Ist schon an, ne? Ja. Darauf habt ihr doch alle gewartet, oder? Dass wir wieder hier sind und euch wieder scheiß Entertainment-Content zu bieten. Akani hat gestern eine Dreiviertel Pizza gegessen und hat seitdem Durchfall. Scheiß den ganzen Garten voll. Und andere coole Geschichten aus unserer Villa hier in Madeira. Es ist mittlerweile Sonntag. Es ist der zweite Tag, wo wir hier sind. Dritte? Zweite. Eigentlich... Hä? Ja, aber das zählt ja nicht eigentlich. Also wir waren ja erst so richtig hier gestern eigentlich. Also eigentlich der zweite, oder? Zweiter Tag, ich gehe jetzt mit der Toni was frühstücken und wir vloggen wieder die Tage über so ein bisschen verteilt. Wird sehr, sehr lustig, wird sehr, sehr geil. Wir werden wieder Hide and Seek spielen. Wir haben vor, tatsächlich uns dieses Mal nochmal in Simons Wald zu begeben und da wirklich actually ein bisschen was zu verbringen oder auch zu übernachten. Julius hat richtig Bock. Gut, hätte er seinen Arbeitsvertrag lesen sollen, selber schuld. Und dann geht's für uns nochmal ins verlassene Schwimmbad, wo wir... Ihr seht hier irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren schon mal gewesen sind. Da wollen wir Hide and Seek spielen und eine Nacht verbringen. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Content wieder zu erörtern und zu machen. Cringehead ist ja gestern auch online gekommen. Ich sag's jetzt einfach mal vorweg. Danke für das tolle Feedback. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Stadt und ziehe mir einen ordentlichen Kaffee rein. Kriegt aber einen Durchfall. Nein, wirklich, ich kriege von Kaffee einen Durchfall. Bro, ich kann leider nicht. Antonia will in ein krasses Hotel und du hast gerade Durchfall, deshalb musst du hier bleiben. Scheiß dich in den Garten, alright? Scheiß dich in den Garten. Scheiß dich in den Garten, Tobi. Guck mal, großes, feines Hotel. Antonia zeigt mir die Welt. Ja, nur die teuren. Nur die teuren. Was kostet das, da hochzugehen? 700 Euro. 700 Euro. Für zwei gibt es einen Rabatt. Alter, das ist natürlich günstig. Das ist ein neues Hotel, das wird hier gebaut. Das ist richtig krass. Das ist, glaube ich, das höchste Gebäude auf der Insel. So wie es aussieht. Ganz ehrlich, eine neute 40 Euro Kredito. Denkt immer dran. Ja, dann fahren wir jetzt wieder heim, ne? Du hast mir den Rooftop-Aussicht versprochen. Das ist immer stressig. Mensch, ist ja überguter Content. Läuft ja schon seit einer Stunde. Das läuft auch noch echt lange. Okay, was geht ab? Irgendwie ist Akani jetzt hier im Pool gelandet, der hat sich getraut. Ich glaube, er bereut es aber ein bisschen, weil er ist hier vorne rein. Und ich meine, also der erste Weg ist halt immer Richtung Rand bei ihm, so ich weiß nicht. Oh Gott! Der strampelt, der Arme. Ey, ich meine, er kann schwimmen, aber obviously enjoyt er es nicht so. Das Ding ist, wir müssen ihn auf jeden Fall. Akani, du kannst hier stehen. Also. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall. Lass ihn nicht rausgehen und ihr müsst ihn auf jeden Fall mit dem Wasserschlauch abspritzen. Akani, wo läuft der hin? Akani, hallo? Er wälzt sich. Nein, hol den Schlauch! Hol den Schlauch! Ich glaube, er checkt, was abgeht. Warum? Ja, halt ihn fest. Kann ich, ja, okay, tu mir halt mal fest. Kann, ah, nicht mich. Ah. Halt du ihn mal. Okay, warte. Gib mal her. Wir müssen gleich noch sauber machen. Okay, Wasserlage. Hundewasserlage. Nicht schwimmen, nicht schwimmen, Karte. Du musst nicht schwimmen. Oh nein. Wasser ist aber ziemlich warm. Mach am Arsch. Okay, reicht. Na, wie geht's ihm? Macht sich wieder dreckig. Oh, die ist ins Gesicht geflogen. Er jagt was. Ein Grafiker. Ah ja, anyways. Ach ja. Da hinten ist auch eine Dusche, er kann ja auch duschen können. Wir chillen jetzt noch ein bisschen am Pool. Heute ist mal ein ruhigerer Tag. Gleich noch ein bisschen Sport machen. Dann kochen wir heute Abend noch was. Vielleicht streame ich sogar noch, das weiß ich noch nicht. Genau, machen wir heute mal ein bisschen ruhig. Ja, so spinnst du! Mensch, du, sau du, ich hau dir jetzt behindert, du, ich hau dir die Kauleiste raus. Du. Guck mal, der will schon wieder rein, der ist so blöd. Wir müssen noch mal baden. Der ist so dünn. Akani hat übrigens viermal gekackt heute, das ist ein Rekord. Weil er die ganze Pizza gestern gegessen hat, weil Edith nicht aufgepasst hat, nur Edith schuld. Revi hat meinen Ball weggeschossen. Boah, das ist der meinen Ball weggeschossen, unseren Ball weggeschossen. Ganz kurz, es ist folgendes passiert, es gab einen kleinen Unfall, ich kann den mal ganz kurz einblenden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, hier vorne halt unser DJ-Setup anzuschließen und ich war so ein bisschen in Ekstase und dann bin ich halt den Ball, danke an maxleinfelder.de, das muss ich sagen, so schlägt er mich, kauft seine Kunst auf seiner Homepage. Dafür, dass ich diesen Videoclip habe, ist es nichts passiert. Erstmal, ich habe das natürlich abgeschätzt, ne? Vorbildfunktion und so, ich wusste, dass der Ball... Das sieht ganz anders aus auf dem Video. Nein, es ist viel Körperspannung dabei gewesen, weißt du? Körperspannung. Du hast es so gemacht. Das war weder Körperspannung noch irgendwie Koordination. Anyways, es ist zum Glück nichts passiert, es war super dumm. Ich dachte, ich schieße das beste Lieblingsstück von Tobi und Julius einfach mal komplett über die Insel. Über die Insel. Über die Insel. Ich würde sagen, bis zum Hafen. Wir gehen, jetzt reicht's auch, okay? Es ist ja nichts passiert. Wir gehen kurz runter und holen den. Warum klatscht die ganze Zeit? Boah! Da kommt ein Bus!
Scheiße, lauf! Hey, Digga. Wenn ich jetzt die AIDA treffe, 100 Euro! Die AIDA ist nicht da. Akani! Akani! Das ist nicht... Akani! Ich glaube, das... Soll ich rüberfilmen? Ich hab's nicht. Akani! Hey! Akani! Okay, warte. Guck mal, der Abi da oben. Oh! Dicker, erstmal, ich hab wirklich mal wieder absolut krassen Sonnenbrand. Ja, findest du es witzig, ja, oder was? Dicker, es ist null lustig. Es ist null lustig. Folgendes ist passiert. Wir haben unerwarteten Besuch bekommen. Ich höre von oben die ganze Zeit eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt und auch Grund und Anlass zur Sorge ist, ja? Es ist, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Vielleicht kann da irgendwer was zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hoch und checken das dann. Wie lange warst du in dem Schrank? Wie lange ist sie hier bei euch im Schrank gewesen? Wie auch immer, ich würde sagen, erstmal Dankeschön, Mo, für deine CBD-Creme. Ich bin komplett drauf. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz nach oben und schauen uns mal die Situation an. Wie lange warst du im Schrank? Wer ist das? Wer ist das überhaupt? Ich gehe jetzt hoch. Alles klar. Klar gehen wir jetzt. Euch ist bewusst, dass Elif die ganze Zeit bei euch im Schrank ist, oder? Nur das ist euer Zimmer hier. Wir gehen mal kurz ins Schlafzimmer raus, warte. Ah, warte. Hör auf zu sagen, dass euer Schlafzimmer die Garage ist. Es geht nicht besser. Tobi. Das ist eine Garage. Es geht nicht. Könnt ihr noch da schlafen? Dürfen also, wir nicht. Nein, das ist ermordet worden. Ich wollte eigentlich noch ganz spannend kochen, hab ein bisschen Muckel gemacht, ein bisschen aufgeregt, super entspannt. Woher? Woher, denke ich mir? Woher? Die Villa. Was passiert ist. Oh oh. Und da frage ich mich halt, wer hat meine Ex-Freundin eingeladen? Du? Nee, ich mich selbst. Ja, ich wusste davon nichts, sag ich mal, ne? Oh, das ist ja jetzt gelogen. Ja, das ist nicht gelogen. Nicht. Oh, wir schneiden es so zurecht, dass ich davon nichts wusste. Scheinbar ist Jodie jetzt für ein paar Tage hier. Und Akani freut sich, wieder Jodie zu sehen. Ja. Nee, springt nur mich an. Ja, wir haben uns schon begrüßt. Ich bin schon seit 3 Stunden oder so hier. Das stimmt nicht. Sie ist eben aus der Tür gekommen. Ich wusste davon gar nicht. Ich würde sagen, Leute, ich koche jetzt ein bisschen was. Geht ein paar geile Gerichte und später machen wir vielleicht, ich hab's mir einfach überlegt, noch eine geile Nachtwanderung. Ja. Nein? Wir gehen dann ohne Julius einfach. Ich hab mal wieder geklatscht. Cool, ich hab irgendwie einen Tick entwickelt. Was hast du aus? Kann nicht anders. Hi! Nee, machen wir nicht? Alles klar. Wir kochen jetzt was. Ich habe mir überlegt, wir machen den Auflauf. Kann man es direkt machen oder nicht? Ich dachte, wir machen einen Auflauf. Okay, es reicht. Ja? Frage. Ja? Ich kenne einen Trick. Das war sehr schlecht executed, wirklich. Man sieht dich. Ja, gut. Anyways, kochen wir Nudelauflauf und dazu gibt's. Juckt euch doch überhaupt nicht. Drauf geschissen. Wie hast du ein Messer in der Hand? Ich dachte, ich mach was. Achso, ich dachte, du willst mich umbringen. Ja, beides nachvollziehbar. Ich würde sagen, wir kochen und dann. Ja, komm. Oh mein Gott. Ja, Tobi! Ui, Memorgata hat gezaubert! Ja! Schibbeleff! Warum fasse ich das an? Ich bin. Digga, ich denke immer, Induktion heißt es, nichts heißt es. Ja, Digga, ich bin schon verbrannt. Aus dem Ofen, nicht vom Herd. Ja, das ist der Ofen. Alter, hört auf mit eurer dummen Logik, wirklich. Das bringt nichts. Sieht doch geil aus, oder? Ja, können wir noch bestellen sonst. Ja. Nein, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, das ist Montes. Das hat nichts mit Monte zu tun. Agatha hat hier nicht gezaubert. Agatha ist nicht hier. Leckerchen, ne? Ne? So, dann würde ich sagen. Jetzt wird gegessen. Warum schießt du eigentlich so ungünstig unter dieser. Guck mal hier drüber. Gegessen! Wir haben uns alle lieb und den Rest kann ich nicht weiter. Ich habe Depressionen und hasse dieses Haus. Okay. Ich bin Mo. So funktioniert das nicht, Mo. Also. Morgens Gebet. Okay, hört mal zu. Wir spielen Fang. Was? Tobi filmt nur mich und läuft mir hinterher. 50 Euro für diejenigen, die ich als letzte fange. 3, 2, 1. Wer fängt? Was? Ich hab Schnapp dran. Okay, 3, 2, 1 und los. Ich hab mir die Hose gekackt. Das kleine Beine! Oh mein Gott! Mach ein nasses Handtuch, mach ein nasses Handtuch. Wo haben wir Handtuch?
Also, Mo, du hast nicht gewonnen. Das Spiel wurde abgebrochen. Auch wenn du dich unter dem Auto steckst, das Spiel wurde abgebrochen. Hä, warum hab ich nicht gewonnen? Ja, also, Elif? Nee. Geht's deinen 10 gut? Hast du irgendwas verloren? Zähne oder sowas? Hast du einen Zahn verloren? 50 Euro. Alter, was soll das? Hast du einen Zahn verloren? Hat Elif jetzt gewonnen? Nee. Ja, das war's mit diesem Video. Ja, ciao.